Dieser Bahnhof ist doch zu klein. Ist wohl ein Witz. Um den Flaschenhalsbahnhof zu entlasten, plante 2018 Verkehrsminister Herrmann, nach dem angestrebten Wegreißen der oberirdischen Gleise, einen unterirdischen Kopfbahnhof als Ergänzungsstation. Jetzt schlagen Sie ja oder haben schon vorgeschlagen einen unterirdischen Kopfbahnhof. Ist das aber nicht ein Beweis dafür, dass das ein Flaschenhals ist, diese 8 Gleise? Nein, Beweis ist es nicht, aber weil ich überzeugt davon bin, dass der Bahnhof nicht zukunftsfähig ist für die nächsten Jahrzehnte, sondern vielleicht bis 2030 und wir die Ansprüche haben, viel mehr Menschen auf die Schienen zu bringen, also viel mehr ÖPNV, Verdopplung bis 2030, dann soll es aber weitergehen. Und dafür brauchen wir eine Ergänzungsstation. Das ist ja eine Konsequenz der Einschätzung, dass es perspektivisch ein Engpass ist. Doch im März 2023 ist auch dieser Plan perdu. Jetzt änderte der grüne Verkehrsminister erneut seine Meinung. Die Wunderwaffe Digitalisierung soll es nun bringen. Ja, das ist verblüffend, dass der Verkehrsminister Baden-Württembergs noch vor knapp 2 Jahren in den Koalitionsvertrag reinschreiben ließ, wir brauchen eine Ergänzungsstation mit 8 Gleisen, also 8 und 8 sind 16, gleich viel Gleise im Untergrund wie bisher der Kopfbahnhof. Ja, jetzt würde ich mal sagen, unter dem Druck der Öffentlichkeit das revidiert hat. Und der Kunstgriff ist, dass er sagt, er hätte jetzt einen so tollen Vortrag von den Kolleginnen und Kollegen von SMA, der Schweizer Softwarefirma für Fahrplantechnik, gehört, wonach er mit ETCS, also mit der European Train Control System, mit dem neuen Sicherungssystem für Zugverkehr, so viel mehr Kapazität rausholen könnte, dass man keinerlei Ergänzungsstation bräuchte und dann noch Kapazitätsgewinn hätte. ETCS ist das europäische digitale Signalsystem, das neue. Und das bringt einem tatsächlich ein paar Prozent Kapazitätsgewinn auf der freien Strecke. Aber sobald es jetzt in den Bahnhof geht, ist es nicht mehr so. Da kommt die strengere Bremskurve, die das ETCS mit sich bringt, ins Spiel. Und im Bahnhof bringt also dieses Signalsystem keinen Kapazitätsfortschritt, sondern in der Praxis werden sogar Kapazitätsverluste gemeldet. Also es gibt einen sehr verlässlichen Erfahrungswert, das ist der sogenannte Belegungsgrad. Und nach diesem Belegungsgrad wurde auch Stuttgart 21 ausgelegt von den Professoren Heimer und Schwanhäuser. Und sie sagten damals, also 50% ist noch okay, drüber ist der Bahnhof schon stark belastet. Tatsächlich beobachten wir, dass also Bahnhöfe etwa knapp unter 60% als überlastet gelten und für diese Bahnhöfe im deutschen Netz dann auch neue Bahnsteiggleise geplant werden. Und was man nun aber für Stuttgart 21 plant, mit den neuen Fahrplänen mit bis zu 59,5 Zügen, das sind Belegungsgrade über 90%. Das ist bei weitem nicht fahrbar. Bei 60% ist normalerweise Ende. Also da muss ich jetzt Herrn Herrmann in Schutz nehmen. Wir sehen das doch in den Dokumentarfilmen, ich glaube, die heißen Matrix 1, 2, 3, wie wir tatsächlich die Realität in die digitale Welt verändern können. Und deswegen mit digitaler Technik können Sie alle Fahrgäste innerhalb von Sekunden vom Bahnsteig eben in die Taxen oder in die Helikopter, die Flugtaxis hineinbeamen. Im Ernst geantwortet. Das ist natürlich ein völliger Unsinn. Wenn ich mir anschaue, und ich habe die Bahncard 100, was für Zustände auf den Bahnsteigen herrscht, wenn da Stress eintritt, wenn ein Zug ein bisschen verspätet kommt. Wir brauchen Zeit, um 800 Leute aussteigen oder einige hundert Leute aussteigen und einige hundert Leute einsteigen zu lassen. Es gibt auch mal den Fall, dass tatsächlich ein Zug von vornherein voll oder leer ist, weil es ein Endbahnhof ist, weil vielleicht ein Fußballspiel stattfindet. Mir fehlt jede Fantasie, wie ganz plötzlich durch Digitalisierung, die im Übrigen dort, wo sie jetzt umgesetzt wurde, extrem fehlerträchtig ist, ohne Fehler funktionieren soll. Und jetzt bereiten Sie weitere Tunnels vor mit Herrmann. Ja, weitere Buddelei in den Mineralquellen, in dem Anhydrit, immer weiter. Ja, es wird immer schlimmer. Mit jedem Tunnel, der weiter gebohrt wird, ist klar, das Projekt ist Murks. Es funktioniert nicht.
Eine der schönsten Bahnstrecken Deutschlands, die Panoramastrecke der Gäubahn, ist dadurch gefährdet und soll durch ein kilometerlanges schwarzes Loch ersetzt werden. Als könnten es Wirtschaft und Politik nicht früh genug erwarten, unter die Erde zu kommen. Die Gäubahn soll allen Ernstes in Stuttgart-Vaihingen gekappt werden. Und das Ganze nicht für ein paar Wochen oder Monate, sondern auf Jahrzehnte hinaus. Also inzwischen die Rede von über 10 Jahren, ebenso lange, wie es dauern wird, bis dieser neue Tunnel zum Flughafen rüber in Betrieb genommen werden kann. Und das würde eine Magistrale aus Zürich kommend über Stuttgart nach Nürnberg, denkbar auch weiter nach Prag, auf über ein Jahrzehnt kappen. Die Leute sollen umsteigen in Vaihingen auf Stadtbahnen und S-Bahnen, die sowieso voll sind. Getoppt wird das Ganze jetzt auch noch durch einen vor kurzem bekannt gewordenen Skandal. Noch der alte OB hier von Stuttgart, der grüne Fritz Kuhn, hat offenbar ein Gutachten in Auftrag gegeben, ob die Bahn tatsächlich diese Kappung in Stuttgart-Vaihingen vornehmen darf. Dieses Gutachten kommt eindeutig zu dem Ergebnis, nein, für eine kurze Zeit ja, denkbar, aber nicht für einen solchen Zeitraum. Und dieses Gutachten wurde vom Herrn Kuhn geheim gehalten. Es wurde nicht veröffentlicht. Dieses Projekt ist eine einzige Kette, Serie von Täuschungen, Tricks, Lügen, Propaganda. Und ab und zu fliegt dann halt mal so ein Skandal auf. Um das komplette Desaster zu vermeiden, plant die Landesregierung einen Nordhalt, der keine Zufahrt zum S21-Bahnhof hätte. Züge und S-Bahnen aus der Gäubahn kommend würden vorbeigeführt. Der unterirdische Zusatzkopfbahnhof, der den Flaschenhals S21 ergänzen sollte, wurde Hermann aber inzwischen gestrichen. Wenn das alles nicht kommt, dann müssen wir halt mit der vorhandenen Infrastruktur klarkommen. Und dann wird es halt bedeuten, dass ein Teil der Züge entweder am Zentrum vorbeifahren muss oder die S-Bahn vorbeifahren müssen. Und es wird vielleicht auch zu mehr Störungen kommen, weil das System nicht redundant ist und auch sozusagen nicht wirklich resilient. Doch im März 2023 ist S21 plötzlich auch für den grünen Verkehrsminister redundant und resilient. Ja, also die Planung in Stuttgart, die treibt nun wirklich seltsame Blüten, dass man nun Leistungswerte aus Wolkenkuckucksheim dort verbucht, die es nirgendwo sonst in der Welt gibt und die auch nirgendwo sonst mit Digitalisierung erreicht werden. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis also sich die internationale Fachwelt lustig macht, dass hier Milliarden geplant werden auf einer derartig fehlerhaften Basis. Aber ich sag mal was ganz Böses. Da passt es doch, dass man wie aus Zufall die ganzen Verkehre nach Singen, nach Zürich, nach Genf, nach Mailand, nach Rom und weiter abtrennt. Natürlich habe ich weniger Stress, wenn ich jetzt durch den Stuttgart 21 Tiefbahnhof nur noch die Fernzüge fahren lasse. Vielleicht fällt auch noch dem Land ein, andere Verbindungen ins Ländle hinein zu kappen, nur um sagen zu können, na bitte, es reicht doch. Naja, das ist im Grunde eine logische Konsequenz daraus, dass Sie die Ergänzungsstation nicht bauen wollen, auch weil der Widerstand so groß ist, weil auch der Zeitraum, wenn man jetzt beginnen würde zu planen, wäre ja auch erst 2038 fertig. Und da Sie natürlich wissen, dass es nicht stimmt, dass die Kapazität so groß ist, planen Sie jetzt, dass eben ein Teil der Züge gar nicht mehr in den Hauptbahnhof reinfährt. Und dass man praktisch dann von vornherein sagt, es gibt sozusagen 2 oder 3 zentrale Punkte, wo Verkehre abfahren und einige Züge, darunter die S-Bahnen, sollen am Bahnhof vorbeifahren. Was wiederum heißt, die Kapazität des S21-Bahnhofs ist zu klein. Wenn es aber nicht funktioniert und ich habe oben alles abgebaut und bebaut, dann haben wir ein Desaster. Wer freut sich darüber? Die Automobilindustrie. Wer sitzt in Stuttgart? Die Automobilindustrie. Aristophanes, die Vögel. Und da taucht dieses Wolkenkuckucksheim auf. Das ist ein Ort der Wünsche und Sehnsüchte. Und darum geht es hier. Es geht um die Sehnsüchte, um die betongewordenen Sehnsüchte. Es geht ums Bauen, es geht um Geld, um viel Geld, ja, was man da verdienen kann, wenn man diese Grundstücke bebaut.